Okay, ein freies Guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich zu einem Briten-Match. Das ist zufällig, die zwei haben zwei Briten gewählt, ich und Wüstenfuchs eigentlich nicht, beziehungsweise ich nur. Da machst du doch Luftwaffe. Jo. Was will ich denn dann? Ich mach mal Kaserne? Ja, spiel halt mal ein bisschen Infanterie und Vickers und dann schaffen wir das schon. Alter, ein Briten-Game, was ist denn das für eine Scheiße? Okay, okay, bei mir macht okay. Der irgendwelche Spirenzchen, die mir jetzt schon nicht gefallen. Ja, der zieht da ein bisschen vorbei. Na, ich spring mal die Kaserne ein bisschen weiter nach rechts. Mal gucken. Ich glaube, der will dich mit irgendwie Vickers rushen oder sowas. Also einen sollte ich bekommen, wenn der keine Roos mehr hat. Okay, er hat noch eine Roos. Schick mal ein Vickers-Ding dahin. Oh, ein paar mehr. Obwohl, nee, mit den Vickers kann ich mir keine Gebäude kaputt machen. Ja, ist aber egal. Da habe ich schon ein bisschen Infanterie mit noch dabei. Kriegst du irgendwie einen Aufklärer hier hin? Ich weiß gar nicht. Ja, du hast, hast ja keinen Aufklärer, ne? Ui. Ja. Wirklich? Das ist halt echt weird, was die hier gerade spielen. Halt, die Artillerie-Position ist jetzt down. Ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mit den ja, das Problem, die kommen jetzt mit Infanterie ziemlich hart bei dir rein. Oh. Aufklärung habe ich gleich dauerhaft. Ich gehe den jetzt mal gleich ein bisschen auf den Sack. Schwere Infanterie haben die bei mir. Ich weiß nicht, ob ich stealthen kann bei dir. Also es könnte schwierig werden. Okay, das habe ich. Ja, also wenn der da so einzeln reinläuft, dann sollte das eigentlich halten. Oh ja, aber ich bin trotzdem down, weil der meine Gebäude gleich einnimmt. Schon eine echt komische Strategie. Echt eine komische Strategie. Ja. Hab ich auch noch nicht so gesehen. Aber ich meine, auf dem Pier kannst du generell relativ gut rushen, von daher. Ich glaube, das ist jetzt vorbei, ne? Ja, glaube ich auch. Ja. Komm ich mal weitermachen. Oh, dann, GG. Interessant. Ein Infanterie-Arti-Spam mit Briten. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob das so gut funktioniert hätte, wenn wir nicht beide auch Briten gehabt hätten, ne? Ja, das ist halt einfach, haben es halt nicht geschafft, meine Basis zu verteidigen. Wenn wir da halt ein bisschen mehr gehabt hätten, dann hätte das halt funktioniert. Aber ich glaube, das war dann hauptsächlich der Surprise-Faktor. Ja, also wenn du dich darauf einstellen kannst, dann ja, klar, aber ich meine, Bruce kann sich ja nicht darauf einstellen, von daher. Und dann kommst halt mit solchen Sachen schon mal durch. Na, ja, gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn wir hier wieder weitermachen. Wüsste, hast du noch letzte Worte? Nö. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.